wenn man sich wirklich mal anguckt, flächendeckend auch den Durchschnitt bilden würde, dann würde man feststellen, dass die Leute, die überdurchschnittlich gut im Hörsaal in der Lehre sich präsentieren, auch überdurchschnittlich gute Forscher sind. De facto ist es auch so. Das Thema Lehre spielt eine größere Rolle an Universitäten, als es zum Beispiel zu meiner Studienzeit der Fall war. Ich bin 84, im Wintersemester 84 habe ich an der Universität in Kiel angefangen zu studieren. Und da war eigentlich das Thema Lehre in dem Sinne kein Thema. Also es wurde auch gar nicht über die Lehre diskutiert. Wir Studenten haben natürlich gesagt, boah, bei dem Professor ist es schlecht, bei dem Professor ist es weniger schlecht. Aber das Thema Lehre selber, dass man daran vielleicht auch was verändern kann, dass Lehre evaluiert wird, dass man auf einem Bogen irgendwie ankreuzt, diese Vorlesung ist vielleicht nicht so gut, das hat es alles nicht gegeben. Wir haben das, was man uns vorgesetzt hat, genommen und haben gedacht, so ist es halt. Ja, Uni ist was anderes als Schule und gut ist es. Wenn ich das vergleiche mit der heutigen Zeit, in der wirklich sich über Lehre sehr intensiv unterhalten wird, auch innerhalb der Universität, in der wir die Lehre auch zumindest Daten erheben in den Vorlesungen, aus denen so ein bisschen hervorgeht, gut, die Lehre, das war eine vernünftige Veranstaltung, das war eine weniger vernünftige Veranstaltung, in der wir auch doch ein bisschen mehr auch noch die Lehre also abprüfen. Also es gibt heute schon ein bisschen mehr Prüfungen, als es früher gab, zu meiner Zeit. Was ja auch den Vorteil hat, dass Sie sehen, ob eine Lehrveranstaltung wirklich auch ankommt. Was bringt mir eine Lehrveranstaltung, wo alle sagen, boah, war super, ist aber nichts angekommen. Ja? Also auch das ist ein wichtiger Punkt. Also insofern hat sich das wirklich drastisch verändert. Das muss man wirklich sagen. Ob die Lehre jemals den Stellenwert der Forschung haben wird, das wage ich zu bezweifeln. Es wäre auch falsch, die Lehre und die Forschung immer miteinander zu vergleichen. Also man versucht sie ja fast auch schon gegeneinander auszuspielen. Die gehören halt beide zusammen. Wir sind ja an der Universität, wir sind ja nicht an einer Schule. Es ist ja sogar die Aufgabe unserer Studenten, so weit zu bringen, dass sie an der Forschung zumindest schnuppern können. Dass sie sozusagen den Rand der Forschung erkennen. Das hat eigentlich jeder Bereich an einer Universität, hat die Aufgabe, das zu tun. Von daher, wenn ich keine vernünftige Forschung an der Universität habe, dann kann ich diesen Auftrag, den die Universität hat, dem kann ich ja gar nicht nachkommen. Wenn Sie berufen werden an einer Universität, ich war das hier im Alter von 35 Jahren, da haben Sie natürlich noch keine große Vorlesung gehalten, das ist klar. Was Sie aber müssen, ist, Sie müssen in der Forschung auf Ihrem Gebiet so ausgewiesen sein, dass Sie zur Spitze gehören. Und in vielen Bereichen auch zur Spitze auf der Welt, denn man wird dann begutachtet und so weiter und so fort. Das können Sie nicht lernen. Das sind Sie oder Sie sind es nicht. Und das können Sie auch nicht jetzt sagen, ja gut, der ist es jetzt noch nicht und in 2 Jahren gehört er zur Spitze. Nein, das haben Sie sich aufgebaut in Ihrer Karriere als Forscher. Was man sehr wohl lernen kann und was auch durch ein bisschen Erfahrung kommt, ist eben der Bereich der Lehre. Und deswegen ist es völlig gerechtfertigt, dass man im Wesentlichen nach der Forschung die Leute beruft, weil das können sie nicht verändern. Das ist ein Kriterium, sozusagen ein Muss-Kriterium, was sie dann im späteren Verlauf eigentlich nicht mehr verändern können. Ja, wir wollen ja die Leute, die bekannt sind, haben. Die sollen nicht, ja, die können nicht erst hier jetzt plötzlich vom nicht bekannten Forscher zum bekannten Forscher werden. Aber im Bereich der Lehre. Da ist es so, da kann man eine Menge dazu lernen. Da lernt man auch viel durch Erfahrung. Ich hatte, wie gesagt, nie eine große Vorlesung gehalten, immer nur relativ kleine Veranstaltungen gemacht. Und dann habe ich hier die erste Vorlesung für unsere Physiker gehalten. Ich habe fast das Gefühl, dass man sich dann auch besondere Mühe gibt, wenn es das erste Mal ist. Also da bin ich gar nicht mal von überzeugt, dass man dann schlechter die Lehre hält, als manch einer, der es schon seit 10 Jahren gemacht hat. Ich finde das in Berufungskommissionen immer lustig, wenn so Leute dann verglichen werden, Kandidaten, und dann sagt der eine, ja, aber der ist ja viel besser, der hat ja schon 10 Jahre Lehrerfahrung. Und dann sage ich in der Kommission immer, ja, was heißt denn das? Der kann ja seit 10 Jahren grausame Veranstaltungen abliefern, dann hat er 10 Jahre Lehrerfahrung. Aber das steht doch hier auf dem Papier gar nicht. Es steht nur, er hat eine Vorlesung mal gehalten. Das heißt überhaupt nichts. Ja? Also von daher ist der Begriff Lehrerfahrung so eine Sache. Natürlich gibt es sowas wie Erfahrung in der Lehre, aber ich behaupte, die Lehre hängt, das ist jetzt eine sehr strittige Aussage, die durch nichts zu belegen ist, ich behaupte, die Lehre hängt zu 90% von der Person ab, von den Eigenschaften der Person. Und die 10%, die übrig bleiben, die können Sie sicher noch feilen, dass der vielleicht nicht ganz so schnell spricht, dass der
ordentlich an die Tafel schreibt, dass der schöne Bilder projiziert. Aber 90% sehen sie da den Menschen, wie temperamentvoll er ist, wie engagiert der Mensch ist, der da vor ihnen steht. Und deswegen glaube ich, dass man da dann, wenn man Leute beruft bei der Lehre, viel mehr auf das Prinzip Hoffnung setzen sollte und gar nicht so sehr sagen sollte, ach, der ist ja schon so erfahren in der Lehre. Das ist oftmals nicht das Kriterium, was gute Lehre ausmacht. Also ich stelle das hier auch fest, also die jüngeren Leute, die man beruft, die hängen sich richtig rein in die Lehre. Die älteren Leute, die berufen werden, sagen, oh, ich kann das ja schon, ich nehme meine Vorlesung einfach von dem Platz, von dem ich komme, mit und halte die dann hier halt. Und ich muss Ihnen ganz ehrlich sagen, da würde ich lieber die Leute ohne Erfahrung berufen, die hier mal so richtig was ausprobieren. Also, und bin manchmal betrübt darüber, dass das nicht in allen Fakultäten so gesehen wird. Im Rektorat sehe ich ja, welche Leute wir berufen. Und da wird ganz häufig Wert drauf gelegt, auf Lehrerfahrung. Wie gesagt, was immer das bedeuten soll. Ich sehe das wirklich ganz anders. Jede Lehrveranstaltung muss evaluiert werden, zumindest in Nordrhein-Westfalen. Und deswegen gibt es so Bögen, die wir immer austeilen. Und die Studenten können dann rückmelden, wie viele Stunden sie für die Nacharbeitung der Vorlesung investieren. Ist die Vorlesung zu schnell? Ist sie zu langsam? Wie gut die Übungen sind? Das gibt es alles. Das haben wir in der Zwischenzeit über jede Veranstaltung. Die Frage müsste jetzt sein, was machen wir mit den Daten? Ja, welche Konsequenzen hat das? Das ist sehr schwer, sage ich Ihnen. Das ist sehr schwer. Als Projektor Studium habe ich hier auch schon versucht zu etablieren, dass wir mit den ganzen Daten auch ein bisschen was tun. Und wenn wir sie nur mal vergleichen würden oder auch innerhalb einer Fakultät darüber mal reden würden, ein bisschen sind wir da schon weitergekommen. Aber man muss sagen, das möchte nicht jeder. Also das Kurioseste, was ich immer höre, man beruft sich da auf den Datenschutz. Also angeblich sei das ja gar nicht erlaubt, weil es ist ja Datenschutz. Also da frage ich mich ehrlich gesagt, welcher Datenschutz? Warum darf ein Arbeitgeber nicht erfahren, wie sozusagen die Performance des Arbeitnehmers ist? Und der Professor ist ja letztlich an der Hochschule angestellt. Warum darf also die Hochschule in Form der Hochschulleitung nicht erfahren, wie gut die Leistung des Angestellten ist? Also den Datenschutz verstehe ich überhaupt nicht, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber das ist ein ganz heißes Eisen. Haben wir da schon die Finger dran verbrannt? Das kann ich gar nicht vorstellen, wie ich mir da die Finger schon dran verbrannt habe. Aber da werden wir nicht locker lassen. Also diese Daten sind erhoben und wir werden aus den Daten was machen. Es wird niemals so sein, dass man da persönliche Konsequenzen daraus ableiten kann. Das ist auch dienstrechtlich fast nicht möglich. Heutzutage im Zeitalter der W-Besoldung kann man höchstens dann, wenn man verhandelt mit der Rektorin, könnte man höchstens sozusagen gewisse Ziele vereinbaren, sodass die Leute sich da nicht ganz hängen lassen können in der Lehre. Aber selbst das haben wir bisher nicht gemacht. Darum geht es auch gar nicht. Also eigentlich kann es nur darum gehen, dass Leute, die vielleicht ein bisschen dann in der Lehre die Rückmeldung bekommen, boah, läuft nicht gut, ist jetzt blöde, meine Kollegen wissen das auch und ich will nicht immer der Letzte in der Liga sein, dass dann sozusagen so ein selbstverstärkender Effekt zustande kommt, dass die sich dann ein bisschen mehr Mühe geben.